So, ich bin jetzt hier gerade in Grömitz auf der Promenade. Hier ist also wirklich auch gar nichts los. Ne? Also hier ist wirklich ganz tote Hose hier. Ja, das ist doch wirklich hier nichts. Ne? Wenn man bedenkt, dass in einer Woche Ostern ist, das ist wirklich nichts. Das ist hier wirklich gar nichts. Naja, wollen wir hier ein bisschen nett haben hier. Ne? Haben wir den Ort ein bisschen für sich. Das ist doch auch was. Wunder, wunderbar. Schön. Ich stehe hier nochmal in Grömitz am Hauptstrand. Also es ist wirklich wunderschön hier wieder. Ne? Das ist hier wirklich ganz schöne Atmosphäre hier. Wasser ist ganz ruhig. Ja, solches Rauschen hier, ne? Ganz klar alles. Hier vorne ist die große Seebrücke von Grömitz, da mit der Tauchgondel am Ende, ne? Ja, die ist denn da auch. Da vorne, da kann man den runtergondeln. Genau. Das ist doch alles wunderbar. Ja. Genau. So, ich bin jetzt hier gerade im Grömitzer Yachthafen. Hier war ich auch noch nie vorher. Also hier sind so, ja, komische bunte Bänder, ne? Also wahrscheinlich so als Absperrungen, dass man hier nicht hin kann. Also hier ist das auch alles gesperrt. Genau, keine Yachten, keine Boote, nichts, ne? Hier ist so ein großes Ding hier. Genau, also ganz schön hoch. Da oben hört es irgendwann auf. Genau, und hier geht das dann so weiter. Ja, also es ist alles leer hier, ne? Es ist nichts los. Es ist kein Boot hier. Kein Boot. Ja, also hier fängt dann die Grömitzer Strandpromenade an. Ne, hier bin ich ja eigentlich auch noch nie gewesen vorher. Hier fängt sie an. Genau, und hier beginnt dann jetzt sozusagen der Holzsteg quasi nach Rettin. Da bin ich auch noch nie lang gefahren. Ja, da kann man mal gucken. Fahre ich mal ein kleines Stück lang. Also hier kann man dann sehen, da vorne sind dann die Steilküsten schon. Da bin ich ja letztens gewesen. Ne, also da hinten sind dann die Steilküsten. Genau, die sind dann da. Ja, da kann ich ja mal kurz mal hin. Mal gucken, wie es da so aussieht. Ja, das ist auch herzallerliebst hier. Das ist doch mal so richtig schon zum Wohlfühlen hier, ne? Zum Aushalten hier. Das kann man doch gut mal haben. Also hier fängt dann wirklich so die Steilküste an hier, ne? Hier kann man dann unten am Strand lang gehen, Richtung Gretin, Pelzerhagen. Genau, und da geht es aber so um die Kurve rum. Hier ist dann so die Steilküste da, ne? Das ist dann alles sehr, sehr steil, genau. Und da geht es dann hoch, da kann man dann auch hochgehen hier, ne? Und da kann man oben entlang gehen. Genau, das ist also hier. Ja, wunderbar. Das ist doch prima. So, jetzt bin ich hier nochmal zur Steilküste hingegangen. Also das ist wirklich auch ganz vorzüglich hier. Das ist wirklich mal was zum Aushalten hier. Genau, hier kann man doch richtig das mal auf sich wirken lassen hier. Ne? Hier geht es richtig steil nach oben. Also man sieht richtig, wie das hier richtig hoch geht hier. Das ist schon ganz, ganz steil. Genau, und da vorne ist das dann auch steil. Das ist überall steil hier. Ne? Das ist hier, hier kommt auch ein bisschen manchmal Sand und Geröll runter hier. Ja, also viel Steine hier. Das ist hier alles ganz steinig. Ne? Genau. Hm. Ja, auch so eine Steilküste, da ist aber auch Leben drin, man wundert sich. Ne? Hier wachsen ja auch Bäume, beziehungsweise hier wechseln was drin. Ne? Das ist also nicht, dass jetzt hier alles Totland ist, das ist es nicht. Also hier wächst schon was, ne? Das fand ich so ganz grün alles, aber dahin wachsen auch so Bäume drin. Also das ist schon wirklich sehr beeindruckend, hier so einer Steilküste zu stehen. Ja, also ich würde sagen so 20 Meter, 15, 20 Meter ist das schon ganz schön, also hoch hier. Ne? Das ist genau, und da hinten ist dann, ja, fängt die Promenade von Grömitz an. Also das ist schon alles nicht schlecht hier.